Hallo Leute, willkommen in unserer sowjetischen Republik. Wir hatten ja letztes Mal uns mit der Eisenbahnlinie beschäftigt und wir wussten nicht, wie wir die Züge einsetzen. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, dass wir hier nicht noch stundenlang rumsuchen. So falsch war meine Idee nicht. Ich hatte versucht, die hier anzuklicken. Wir müssen schnell einen Doppelklick drauf machen. So, dann können wir genauso wie bei den Bussen die Bahnhöfe festlegen. Von dort. Und wir hatten ja einmal einen kleineren Bahnhof hier oben gebaut. Und starten. Und da kommt unsere Eisenbahn herausgefahren. Wir haben eine schöne Diesellok genommen. Strom brauchen wir nicht. Wir wollen CO2. Hier in Russland ist es eh noch viel zu kalt. gut. Hier wie die ganzen Leute warten. Ich weiß gar nicht. Kapazität 196 Leute können mitfahren. Und wir steigen ein. 10 Arbeiter. Ich weiß gar nicht, hier rennen hunderte von Leute hin und 10 Leute fahren da nur mit. Was ist das denn? Unsere Republik besteht nur aus Männern. Es gibt hier gar keine Frauen, fällt mir gerade mal auf. Okay. Oh, ne, war da. Oh, da fährt unsere Eisenbahn. Quer durch den Wald. Hoch zu unserem Bahnhof. Ich habe auch erfahren, dass man irgendwie auch mehrere Züge fahren lassen kann. Da muss man aber Signale stellen. Ja, wir könnten ja mal probieren hier so ein Zement. Zement geht ja nicht. Genau, das habe ich auch schon durchgeguckt. Das war das Einzige, wo wir keine Waggons für haben, außer in Dollar. Und Dollar wollten wir eigentlich noch nicht ausgeben. Erst wenn wir hier in Rubelform erstmal bankrott sind. Wir haben ja schon 2,5 Millionen da durchgebracht. Rohstoffkeicher. Wir hätten Kohle zum Exportieren. Das ist ja etwas. Kohle ist hier auch voll. Also wir könnten wirklich anfangen mit einer Eisenbahn vielleicht Kohle ins Ausland zu exportieren. Oder wofür brauchen wir noch Kohle? Aber mit dem Förderband ginge wieder nur nach da. Sehe ich das richtig? Gucken wir mal nach. Ach, das ist doch der falsche. Wir wollten Förderer haben. Ne, nach hier könnten wir noch viele Förderer rausbauen. Förderbänder. Ich weiß nicht, wie lang man die bauen kann. Aber wir könnten es ja probieren, Kohle nach hier per Eisenbahn dann schon mal zu verschiffen. Ich denke, das ist effektiver wie LKWs. LKWs auf Dauer. Also, LKWs sind ja so gesehen schon besser, aber das sind ja andere Mengen. Und in der damaligen Zeit war die Eisenbahn ja noch super. Hier wäre so ein Rohstofflager für. Boah, ist das riesig. Die Förderbänder wären in diese Richtung. Das heißt, wir müssten mal die ganzen Straßen alles umbauen erstmal. Und dann müssten wir hier irgendwie die Eisenbahn reinkriegen. Ja, wäre ja eine Schiene eigentlich nur von dort nach da. Ich glaube, probieren wir auch mal einfach. Dann können wir nämlich unsere Kohlemine richtig anschließen da dran. Ich meine, hier vom Wohnhaus gleich diese riesigen Gerätschaften. Also, fürs Rohstoff beladen. Aufgrund von Infrastruktur nicht gebaut werden. Für Infrastruktur haben wir denn hier noch einen Weg? Haben wir noch mehr Wege? Machen wir mal den Weg auch komplett weg. Und die Straße lassen wir im Moment noch. Was zeigt er denn hier rot an? Ja Gott. Hier ist irgendeine Stelle rot, aber ich weiß nicht warum. Ich sage ja, das Spiel, das macht mich immer ein bisschen wahnsinnig. Also nochmal jetzt.
Schienen. Dann mal hier im Bagger, machen wir hier nochmal noch. Ach, das ist auch schon wieder ein Gebäude hier. Also es muss, wenn hier hinpassen. Gibt es das eigentlich auch in klein? N-Laden, B-Laden, Bahnsteig klein, Plattform klein. Frachtbahnhof. Das wäre wieder für die LKWs und Öl. Also muss dieses Gerät hier sein. Wir haben keine Chance, das so hinzusetzen, so auch nicht. Dann haben wir das Wohnhaus im Weg. Benötigt flacheres Gelände. Aufgrund von Infrastrukturen. Ja, es gibt viele Gründe, warum man es nicht bauen kann hier. Dahin ginge es. Reichen wohl die Förderbänder oder sind die dann wieder viel zu lang? Fragen über Fragen. Wir probieren es einfach mal. Erst sage ich das mir gelb an. Und dann sagt er mir, wir brauchen flacheres Gelände. Das gibt's doch gar nicht. Ah, kriegen wir es jetzt da hin? Jawohl. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob diese Förderbänden da lang genug sind. Muss von... Ach, ich bin so ein Depp. Da sind wieder nur Eingänge. Und da wäre nur der Ausgang der nächste. Komm, reißt das wieder ab. Wir haben es ja noch. Eieieiei. Was für Förder... Achso, sind das hier Pipelines, wo man den Beton durchjagen kann? Nein, sind es nicht. Das sind auch wieder nur Eingänge, keine Ausgänge. Kies können wir aber. Kies könnten wir und Kohle könnte man ja auch. Kohle passt aber hier ja nirgendwo hin. Da sind ja alles nur die Eingänge für die von der Kohlemine. Ja, das sind alles so Erfahrungswerte im Spiel, die man ja machen muss. Ein Warenhaus. Kornspeicher, Elektro. Rohstofflager. Ausgänge, Ausgänge, Eingänge. Also, das ist natürlich auch nicht uninteressant. Dann könnte man hier einen Eingang machen. Aber versteht da, dass das hier der Kies hier reingeht? Dann könnten wir hier in dem Lager vorhalten, falls der auf einmal mehr Kies braucht. Das Kies könnte weiterarbeiten, aber wir haben, glaube ich, zu wenig Kies. Das ist, warum hier die Produktion im Moment nicht läuft. Klar. Immer müssen wir jetzt unsere Gehwege und Straßen hier wieder zurückbauen. Mein Gott. Einmal bis da, Dankeschön. Nach da. Und unsere Fußwege. Was ist denn jetzt hier? Wunderbar, kriegen wir die Fußgänger auch von der Straße runter. Wir bauen hier einen verbesserten Weg hin. Und hier rum genauso. Könnten ja hier auch nochmal einen Zebrastreifen hinbauen. Und auch nochmal nach da anklemmen. Wie quer durch den... Ich weiß nicht, braucht man hier auch nochmal eine Verbindung? Geht eh nicht, lassen wir auch so. Egal. So, unsere Kiesgrube läuft. Hat nur, wenn ich das sehe, zu wenig... Arbeiter. Gründe, kein Fahrzeug bereit, Steine zu laden oder zu lagern oder ex. Okay.
Gibt es hier eigentlich auch so ein Förderband raus? Das gucken wir einfach mal. Ne, hier raus nicht. Aus der Kohlemine ging es. Aber das haben wir ja verpasst. Wir sollten vielleicht noch eine zweite Kiesgrube bauen. Die passt vielleicht auch noch hier hin. Wollten wir eigentlich unsere Bushaltestelle hingebaut? Hier oben haben wir eine. Und erreicht Leute bis zu den drei Firmen nur. Aber wir können mal schauen, ob ja hier eine Kiesgrube reinpasst. Oder da. Wir müssen ja irgendwie mal ein bisschen Wirtschaft hier richtig aufbauen. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Aber irgendwas ist hier. Wird rot angezeigt. Nö. Wurde wirklich dahin gebaut? Keine Ahnung, warum da irgendwas rot angezeigt wurde. Vielleicht, weil es nur wenig Kies hier gibt. Kriegen wir sogar angeklemmt. Brauchen wir hier einen billigen Fußweg einfach. Kann man eh nicht direkt anschließen. Nee, da nicht. Na, jetzt hast du es doch gemacht. Gehweg. Geht da nicht. Laufen eher über die Straße. Klemmen wir es einmal so an. Egal. 1000 Zebrastreifen. Wir kriegen hier ein richtiges City-Chaos. Aber von dort kann man es auch bis hierhin direkt anklemmen. Gucken wir einfach mal, wie weit jetzt hier unser... Jawohl, ist erreichbar. Dann brauchen wir hier auch wieder ein neues Fahrzeug. In Dollar gibt es 6. Zwei verschiedene Bagger. Kosten das gleiche. Geschwindigkeit, Stufe 22. Ja, der ist schneller. Preislich fast identisch. Kaufen wir den Bagger direkt. Dann brauchen wir natürlich wieder einen Kipper. Den müssen wir erstmal hier unten wieder kaufen. Wenn wir jetzt auch noch Kraftstoff und alles angemacht hätten, dann müssten wir ja noch, wer weiß, was drum kümmern. Wir brauchen einen Kipper. Die drei haben wir zur Auswahl. 5 Tonnen. 7 Tonnen. 12 Tonnen. Wir nehmen den Kipper. Und du lädst bitte in dieser Kiesgrube und bringst es zum Kieswerk. Starten. So, das wird dann auch erledigt. Wie gesagt, den fertigen Kies, da wollten wir ja mal probieren, das eventuell hier auf eine Schiene zu legen. Schiene zu legen. Dass wir vielleicht einen Transporter machen können. 24 Arbeiter. Das geht schon mal jetzt ein bisschen besser vorwärts. Das ist schon gut. Ich weiß ja nicht, wir haben doch eigentlich auch viele Arbeitslose, oder nicht? Können nicht arbeiten wegen keine Kindergärten. Sportanlage. Sehe ich das richtig, dass wir aber keine Arbeitslosen haben? Konnten kein Krankenhaus besuchen. Es geht das auch wieder los, macht man Krankenhäuser, also ein Kram braucht. Haben wir eigentlich jetzt im Export irgendetwas? Export! Jawohl, 20 Sachen Holz, glaube ich, exportieren wir im Moment. Haben wir doch irgendwann mal angegeben. Hier liegt noch massig Holz rum, das eingesammelt werden muss. Dann hat er aber auch schon keine Bäume mehr. Also wir haben wohl nicht nachgeforstet. Das heißt, bevor wir die Bäume hier platt bauen, lassen wir sie am besten einfach abholzen, wie wir es hier schon machen. Das war es nicht verschwinden, die Ressourcen. Ich meine, die Karte ist zwar riesig, wir werden uns wohl relativ lange dran bedienen können. Aber muss ja nicht sein, dass man verschwindet. So, was hatten sie genau? Die hatten einmal das Bürgerbegehren, dass sie kein Krankenhaus hatten. Arbeit war eigentlich... Ne, 9 Arbeiter ohne Job. Aber das ist nicht viel.
in diesem Wohnplattenbau noch mal 9 Arbeiter und einen Job haben. Da haben wir 15. Die sind ziemlich weit vom Bahnhof auch entfernt. Dann sollten wir wahrscheinlich auf der Seite noch Wohnhäuser erstmal bauen. Ich weiß gar nicht, geht die Straße hier unten drunter her? Sieht mir bald so aus. Ja. Und es gibt natürlich hier direkt das Problem, dass wieder irgendwas zu steil ist. Mein Gott, ey. Wunderbar. Und dann können wir es jetzt hier rüber bauen. Bis nach hier. Dann können wir mal schauen, ob wir hier irgendwelche Plattenbauten und so weiter angeb... Dann kriege ich meine... Hier im Wasser wohnen ist ja noch eigentlich ganz schön. Ich weiß nur nicht, wo wir dann die Hauptstadt hinbauen. Ich meine, hier haben wir schon ein bisschen damit angefangen. Jetzt haben wir aber das Sägewerk wieder da. Ich meine, so ein Big Store oder sowas kann man vielleicht auch hier hinbauen. Big Store, ich weiß gar nicht, ob das das richtige Wort war. Ich denke, es ist aber auch nicht ganz so tragisch. Na, war grün. Haben wir wieder eine Sekunde zu lange gehalten. Dann wird es wieder problematisch. Das geht. Wunderbar. Ja gut, dann machen wir einmal hier ein paar Wohnhäuser hin. Bildung und so ein Kram brauchen sie alle nicht. Und Kindergärten müssten wir mal bauen, glaube ich. Dass auch alle mal lochen können. Und nicht die Kinder betreuen. Wo gibt's denn sowas? Wo haben wir jetzt unsere schönen Gebäude? Constructions. Wohnungsgebäude. Ziegel, Platte. Plattenbau, anderer Typ. 189. Wir nehmen immer direkt die größten. Aber es geht, glaube ich, nicht. Viel zu nah am Wasser. Passt auch nicht, weil wir hier uns jetzt selbst wieder die Strukturen im Weg gebaut haben. Was haben wir denn hier? Hier haben wir kleinere. Kriegen wir die hier hingebaut? Kann nicht auf Wasser gebaut werden. So nah. Oh Mann, 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 Mann. Kleine Ziegelwohnhäuser. Passen die denn hier hin? Nur nicht mal die passen. Das ist ja schon wieder ein schöner Fail hier. Hier könnte man ein schönes kleines Wohnhaus hinbauen. Direkt an die Schienen. Aber da können wir dann auch einen Klumpen hinbauen. Der wiederum nicht passt, aber einen größeren Klumpen. Das sieht doch gut aus. Ja, so war das nicht geplant. Ich dachte, man baut hier sich eine schöne Gegend hin. Schön ans Wasser, aber das war wohl ein Satz mit X. Wir haben es einfach verschätzt hier. Bauen wir hier noch ein zweites hin. Das hier ist jetzt halbwegs lohnt, unsere Ausbaumöglichkeit hier. So. Da haben wir natürlich den Fußweg, den wir noch wieder errichten müssen. Da können wir schön an der Schiene entlang laufen. Du sollst es nicht verbinden in einer Kurvenform. Du sollst hier genau den Fußweg zum Bahnhof machen. Wunderbar. Dann haben wir ja auch Fußweg. Klimmen wir das alles mal aneinander an. Dadurch haben wir jetzt ein paar Arbeiter mehr. Produktives Alter. Arbeiter. Drei Arbeiter können nicht arbeiten, weil sie kleine Kinder, kein Kindergarten. Genau. Gut, dass sie es mir wieder sagen, sonst hätte ich ja schon wieder glatt vergessen hier. Bildung, Ausrüstung, Bürger, Lebensmittel, Shoppingcenter, Kino, Fußballplatz, Tennisplatz, Kneipe. Kindergarten. Bauen wir immer hier oben im Kindergarten hin. So viel zu unserem Wald, den wir ja eventuell stehen lassen wollten. Aber jetzt haben wir wenigstens schon mal einen Kindergarten und eine Grundschule. Dann verbinden wir jetzt mal eben die Wege hier. Das
Wege reichen, normalerweise für den Kindergarten. Warum hat der denn jetzt hier... So, das ist... Verstehe nicht. Egal. Da kommen sie angelaufen, die ersten Kinderkiss. Babys im Kindergarten. Wunderbar. Das entspannt ein bisschen die Familien. Und er ist gut besucht. Kinderfreundliche Gegend. Unsere Plattenbausiedlung. Boah, ich sehe schon wieder die Zeit. Die rennt wieder. Dann machen wir hier einen Cut. Und ich hoffe, wir kommen dazu, dass wir nächste Folge hier unsere Kiesproduktion auf die Schiene bekommen. Oder unser Zement, ich weiß gar nicht. Gibt es einen Zement-LKW? Oder haben wir so einen schon gekauft? Ich weiß das gar nicht genau. Gibt es hier einen Zementwagen? Ja, gibt es. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob wir schon einen hier rumfahren haben. Es gab doch hier eine Liste. Cis, dies, das, jenes. Offene LKW. Gebäude. Gefüllte Baumkapazität. Hier sieht man den Wert. Ja. Wir müssen mal eben schauen, wie der Zement-LKW heißt. Zement. SKD. 706, da ist er. So, jetzt haben wir uns da dran gezoomt, aber ist ja hier drin in der Beladung. Der fährt nicht, ja, der wird hier in einem genau. Ich rede von Zement und habe jetzt hier den Geflügel, also nicht Geflügel, den Getreidetransporter. Hier fehlt auch Pflanzen. Pflanzen fehlen. Wir hatten doch irgendwo auch mal einen Kornspeicher gebaut. Sägewerk. Da hatten wir keinen Kornspeicher. Aber das Spiel muss man wirklich ganz systematisch angehen. Mit diesem Fahrzeug ist alles in Ordnung und er bringt es. Wen bringt das? Achso, Agrarbauer, da ist er. Zur Viehzucht. 0 Tonnen sind da. Ich weiß nicht, ob das so schnell verarbeitet wurde. Man muss sich das echt mal genau angucken. Aber hilft jetzt alles nichts. Wir wollten noch einen Zement-LKW haben, dass wir ein bisschen Zement ins Ausland verkaufen können. Doch. SKD 706R. Ach, da steht ja drin mit Zement. Alles klar. Offen das Zement. Da haben wir ihn. Und er bringt schon zum Zollhaus hin. Und da fährt er. Also haben wir das doch schon gemacht. War das nicht nur eine Idee, sondern auch schon umgesetzt worden. Ja, hat natürlich einen endlosen Weg bis zu diesem Zollhaus da unten. Wo wäre das nächste? Boah, ist hier oben. Ja, mit der Bahn könnten wir wahrscheinlich viel, viel mehr darunter transportieren. Aber wir kaufen, glaube ich, noch einen zweiten LKW. Wir haben ja zum Glück Kraftstoff ausgemacht. Dann können wir eventuell damit ein bisschen Geld regenerieren. Mal her, LKW. Auch du lädst bitte hier oben Zement. Und bringst das ins Ausland. Gut, jetzt haben wir überhaupt irgendwas in dieser Folge geschafft. Außer diese beiden komischen Wohnhäuser.
Ja, ich glaube nicht viel, ne? Ich hoffe, es hat dennoch gefallen. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.